Günter Kreuzberg, zurück in der Heimatstadt Waidhofen an der Ybbs, in einer Gastwirtschaft, die ihm nicht ganz unbekannt zu sein scheint. Ja, der Schwarze Bär, wie er, glaube ich, offiziell heißt, also Liesl, wie man im umgangssprachlich dieses Gasthaus nennt oder genannt hat, leider, mit, muss man ja mittlerweile sagen, hat einige Abende auch mit mir erleben dürfen. Und speziell dieser Tisch, wo wir hier sitzen, also den kenne ich gut. Von unserer Freitagabend-Fußballpartie, wo wir dann das eine oder andere Mal öfters da länger ausklingen haben lassen. Mhm. Ja, wie ist es jetzt, wenn man so heimkommt wieder mal von der weiten Welt? Ich komme relativ oft heim, meistens nur sehr kurz, also so ein, zwei Tagesintervalle, und verliere den Kontakt sowieso nie. Ich google immer herum, je weiter ich weg bin, desto mehr weiß ich eigentlich von zu Hause. So absurd das klingen mag. Karrierestart in Waidhofen ist auch vielleicht ein Stichwort. Offensichtlich hat da irgendeine Verwandtschaft dazu beigetragen, ein Schwager, dass Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, vielleicht in dieses Fach einzusteigen. Naja, auf den Schwager zu sprechen zu kommen, ist die Geschichte war so die Talent oder die Idee, dass ich mit der Stimme was machen sollte, das kam schon öfters und spezieller von den Schwestern. Aber der große, schwere Schritt dieses ersten Kontaktaufnehmens, oder beziehungsweise im konkreten Fall ging es um einen Vorsingetermin auf der Musikhochschule, also Universität für Musik, Darstellende Kunst, wie sie jetzt offiziell heißt, war damals wirklich so, dass mein Schwager sich für mich ausgegeben hat und dort mit einem Professor einen Termin verabredet hat, weil ich selbst hätte das nie und nimmer gemacht und mir wäre das, hätte mir so viel Überwindung gekostet und war dermaßen unvorstellbar zu dem Zeitpunkt. Und der hat mir dann irgendwie unter Vorspielung falscher Tatsachen da ins Unglück oder doch Glück getrieben. Wie ist das eigentlich, wenn man sozusagen tauscht den Kristallsaal mit der Carnegie Hall oder das Schlosscenter von Waidhofen mit Bayreuth? Eigentlich schwerer. Ich bin überhaupt so ein Typ, je weiter weg, je größer, also je größer im Sinne von räumlicher Distanz und je weiter weg die Leute sind und je unpersönlicher, desto angenehmer. Also weil die ganze Singerei generell, egal ob das jetzt ein intimer Liedzyklus ist oder was weiß ich, die Walküre, da sagen wir jetzt was ganz was Monumentales wie Meistersinger von Nürnberg oder Lohengrin oder so, wo wirklich jetzt irgendwie 150 Mann Chor dann auch noch dabei stehen. Je näher die Leute an einem dran sind, beziehungsweise also jetzt im Räumlichen, und je näher auch im Persönlichen, das heißt, wenn du dann im Kristallsaal ins Publikum schaust und du kennst dann wirklich, sag jetzt mal, Hausnummer von der Kindergartentante bis zur Volksschullehrerin bis zum AHS-Lehrer sowieso, die sind überall, jeden irgendwie und hast zu jedem eine Geschichte, dann ist es, so blöd es klingen mag, von der Herausforderung, emotional gesehen, fast sogar größer als jetzt irgendwie, weiß nicht, Met-Premiere oder in Mailand oder so. Und dass sie im Idealfall nicht nur jetzt von dir persönlich begeistert sind, also das ist natürlich der Ego-Anspruch, sagen wir so, sondern dass sie wirklich in irgendwie was Neues entdecken, weil das ist eine schöne Seite in Waidhofen. Es kommen viele Leute in Konzerte, die nicht so den Musikbezug von sich aus haben, sondern halt einfach aus Lust, weil es den kennen wir halt, den kennen wir vom Fußballspielen oder vom Radlfahren oder so. Und das ist dann witzig und faszinierend und schön eigentlich, wenn die dann immer wieder kommen. Sie sind ja nicht nur auf der Opernbühne unterwegs, sondern auch auf der Konzertbühne. Ist das für Sie ein großer Unterschied, nachdem man weiß, dass Sie auch schauspielerisch sehr talentiert sind, und dann auf einer Konzertbühne zu stehen? Oder braucht man auch auf der Konzertbühne sowas Ähnliches wie ein Rampensau-Feeling? Hängt vom Stück ab. Also es gibt da natürlich, klar, also grundsätzlich in der Oper die Chance, das sich ein bisschen mehr gehen lassen, ist größer, weil man sie eben aufgrund des Kostüms, der Geschichte, der Handlung, je nach Inszenierung natürlich, leichter selber vergessen kann. Also du kannst im Idealfall dann wirklich deine Identität fast abgeben und wirklich tauschen gegen die Figur. Und im Konzert ist das natürlich nie hundertprozentig so möglich, weil du bist noch immer du selber. Trotzdem aber einen gewissen dramatischen Anspruch auch hat. Also das ist schwer auszubalancieren. Und dann gibt es Dinge wie Beethoven 9 oder so, wo man am vierten Satz einfach aufspringt und seine Phrasen da raus Sound und dann geht sowieso die Post ab, weil das sind einfach die letzten 20 Minuten vom vierten Satz. Das ist einfach Feuerwerk. Die Mischung muss einfach stimmen, dann ist es auch, finde ich, fürs,
fürs Psychowohl ganz gesund. Es fällt auf, Sie waren letztes Jahr schon mit der Winterreise. Ist Schubert und das Lied das Ding, was Sie besonders nebst Oper inspiriert? Oder wie geht das? Das ist ein Standbein, was leider bis jetzt ein bisschen unterentwickelt war. Und das muss einfach jetzt mehr forciert werden. Und es wird auch forciert. Grundsätzlich ist es einfach eine wichtige Geschichte aus stimmhygienischen Gründen. Okay, das ist jetzt ganz nüchtern, wenn man einfach ständig gerade im schweren deutschen Fach gegen 100 Leute da unten im Graben anplärrt, ist es einmal wohltuend, einmal auch wieder feinere Nuancen mehr differenziertere Klangschattierungen, die man natürlich in der Oper auch versucht zu bringen, aber einfach praktisch nicht so möglich sind, als wenn du mit Klavier alleine da in einem kleinen Raum und Rahmen zugegen bist, dass man das irgendwie kultiviert. Und es ist mir einfach seelisch, so blumig das klingen mag, wichtig, weil das eine ganz pure, reine und ehrliche Kunstform ist. Und speziell Schubert, der ist wirklich der ehrlichste und bescheidenste fast. Es gibt ein paar so Komponisten, die so wirklich zutiefst österreichisch sind, wenn man diesen Begriff überhaupt so gebrauchen will. Aber da gehört Schubert dazu, da gehört Bruckner dazu. Also das sind für mich mal so die ersten zwei, die ich als typisch österreichisch nennen würde, weil sie einfach also ein bisschen dieses melancholisch-schwermütige drin haben. Und diese Mischung irgendwie auszutarieren und nicht da irgendwie billig dem Affen Zucker zu geben und da irgendwie da jetzt der großen Schmelz draus machen, sondern einfach das so kommen zu lassen, wie es eigentlich schon geschrieben steht, das ist eine große Herausforderung und macht wahnsinnig Spaß. Das Wort Spaß wird der Sache nicht gerecht, aber es macht wahnsinnig Freude.